Hallo zusammen, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserer heutigen Ausgabe LändeTV, der Tag. In dieser Woche dreht sich ja alles um den Countdown des SC Altach in die Bundesliga. Am Samstag geht's los gegen Sturm Graz. Da unterhalten wir uns auch heute noch in der Sendung. Wir sind heute zu Gast hier in der Landesdirektion der Wiener Städtischen Versicherung und ich treffe mich jetzt gleich mit dem Landesdirektor persönlich, mit Burkhard Berchtl. So, hallo Burkhard, vielen hallo, Dank, dass wir heute bei euch bei der Wiener Städtischen zu Gast sein dürfen. Herzlich willkommen, ja. Mal die erste Frage, die Wiener Städtische in Vorarlberg, was zeichnet euch denn aus, was macht euch aus im Land? Für uns als Wiener Städtische ist wichtig, dass wir regional verankert sind, dass wir nahe beim Menschen sind und das machen wir schon mit 190 Jahren Erfahrung. 40.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger vertrauen uns, wenn es um Thema Sicherheit und Vorsorge geht. Und für uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir individuelle, maßgeschneiderte Lösungen mit unseren Kunden erarbeiten, dass das einfach auf ihren Bereich abgestimmt ist. Also lange Tradition, viel Erfahrung. Aber was sind denn derzeit so eure Top-Themen im Bereich Versicherung? Ja, das Top-Thema derzeit ist einfach alles um die Vorsorge. Ob es dort die steigenden Vorsorgelücken im Bereich der Pensionen geht, genauso wichtig ist es aus unserer Sicht, die Pflege wirklich in die Überlegung mit E-Binder, wie man sich dort absichert. Und ein Risiko, das eigentlich in Österreich leider nicht so stark verankert ist, wenn man das in anderen Ländern sieht, ist die Berufsunfähigkeit. Und das ist in vielen Belangen sehr existenzbedrohend. Dazu braucht es aber auch wieder die persönlichen Beratungsgespräche, die Bedürfnisse der Kunden und auf das sind die Bereiche und werden die Bereiche dann auch abgestimmt. Ich denke auch jetzt gerade im Sommer, der Urlaub steht bei den meisten vor der Tür, auch dass die Reiseversicherung ist sicher ein großes Thema jetzt. Ja, ich denke, beim Urlaub ist es irrsinnig wichtig, dass man sorgenfrei genießen kann und unsere Empfehlung lautet, sich mit dem Thema Reiseversicherung auseinanderzusetzen. Es gibt dort viele Komponenten, es gibt unterschiedliche Lösungen. Wie man das so zusammensetzt, ist wiederum ein Beratungsgespräch. Aber unsere Empfehlung, sich mit dem Thema auseinandersetzen und so etwas zum Abschlüssen. Also am besten einfach mal vorbeikommen, wenn er was braucht und sich beraten lassen. Burkhard, wir sind am Countdown. Morgen geht es für den Gästeband SC Altach gegen Sturm Graz. Vielleicht noch kurz, was tippst du, wie geht's aus? Ich freue mich natürlich zuerst für Altach, dass sie es wieder geschafft haben. Nimm das mit Begeisterung mit, was sich dort tut. Mein Tipp für morgen ist klar, 2-1 für Altach und ich hebe Ihnen ein bisschen die Tumme. Das machen wir natürlich. Burkhard, vielen Dank, dass wir heute noch bei euch hier im schönen Haus in Feldkirch sein dürfen. Und bei uns geht es jetzt mal weiter mit den aktuellen Nachrichten des Tages. Zauberflöte lockt Massen nach Bregenz. Kurz vor der großen Eröffnung der Bregenzer Festspiele nächste Woche zeigen sich die Verantwortlichen begeistert. Bereits 90% der Karten für dieses Jahr sind verkauft. 29 Vorstellungen von Mozarts Zauberflöte sind angesetzt, so viel wie noch nie. Großauftrag für Künz, der Harder Kran- und Anlagenbauer, konnte den nächsten großen Auftrag an Land ziehen. Als Folgeauftrag liefert Künz 22 vollautomatisierte Stapelkräne für den Hafen Rotterdam. Und Zeugen erwünscht, beim heurigen Wälderlauf, der am 21. Juni stattfand, ist eine große aufblasbare Bierflasche verschwunden. Bis jetzt gibt es keine Spur. Die Brauerei Vornburg hat mittlerweile sogar eine Belohnung angesetzt. Ja, die Vorfreude steigt. Einmal noch schlafen, dann ist der Start zur neuen Saison in der Fußball-Bundesliga. Erstmals seit einigen Jahren wieder mit dabei, der Cashband SC Altach. Und deshalb begrüßen wir auch heute Sportdirektor Georg Zellhofer bei uns. Hallo Georg. Hallo. Die Vorfreude steigt, ich habe es eben erwähnt. Wie groß ist denn bei Ihnen die Vorfreude auf den Bundesliga-Start? Hält sich in Grenzen, würde ich sagen, viel Arbeit. Also ein großes Ziel haben wir erreicht, das ist ein entscheidender. Endlich in der Bundesliga, tolle Gegner und mit Sturm Graz, denke ich, ein sehr attraktiver Gegner und natürlich momentan viel zu tun. Schnabelholstadion wird momentan gleich in den Ameisenhaufen, aber morgen sind wir froh, wenn es losgeht. Sie haben es eben erwähnt, es gibt viel zu tun. Wahrscheinlich waren einige schlaflose Nächte bei Ihnen dabei in letzter Zeit. Nicht nur bei meiner Person, ich glaube auch rundherum von der Infrastruktur ist sehr viel zu tun. Es gibt gewisse Auflagen von der Bundesliga, die zu erledigen sind. Da gibt es natürlich auch der Christoph Lengner, der natürlich hier sehr viel zu tun hat. Das ganze Office ist unterwegs, der ganze Vorstand, der Präsident, da hat viel zu erledigen. Den sportlichen Bereich haben wir größtenteils, denke ich, relativ gut erledigt und ich bin dann morgen schon sehr gespannt, wie sich die Mannschaft präsentiert. Am Samstag kommt Sturm Graz. Wie blicken Sie dieser Mannschaft entgegen? Tolle Mannschaft, würde ich sagen. Spricht schon einige Sachen für Sturm Graz. Ist eine Traditionsmannschaft. Viele Fans werden mitkommen. Auch von Sturm bin ich überzeugt. Ich hoffe, dass das Stadion ausverkauft ist. Tolles Wetter.
sagt, glaube ich, 32, 34 Grad an. Also wird es ja sicherlich ein hitziges Spiel werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Sturm ist bekannt für einen guten technischen Fußball. Wir haben sie jetzt 2-3 Mal beobachten lassen und sind gut vorbereitet. Letzte Frage noch. Wie geht es aus Ihrer Meinung nach? Mit was wären Sie zufrieden? Wir wollen 3 Punkte, wir wollen gewinnen. Natürlich, es ist ein Heimspiel. Heimspiele sollte man gerade in unserer Situation gewinnen. Wir müssen nicht gewinnen, aber wir können gewinnen und ich vertraue voll auf die Mannschaft. In diesem Sinne viel Glück und Erfolg im Heimspiel gegen Sturm Graz. Kein Problem, danke. Soweit also Georg Zellhofer und bei uns geht es weiter mit aktuellen Sportnews. Staatsmeisterschaftseinsatz für die Vorarlberger Triathleten Paul Reitmeier und Martin Bader. Vor allem Reitmeier gehört beim Rennen in Salzburg zum engeren Favoritenkreis. Der Start erfolgt um 14 Uhr, dann stehen 1,5 Kilometer Schwimmen, 37,5 Kilometer Radfahren und 10,5 Kilometer Laufen auf dem Programm. Ja, soweit die Meldungen aus der Welt des Sports und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das sehen Sie jetzt bei uns. Gemeindefinanzen, fast ein Drittel der Schulden wurde ausgelagert. Vorarlberger sehen optimistisch in die Zukunft, Wirtschaftsbarometer der VN mit deutlich besseren Umfrageergebnissen. Und Wälderhalle gescheitert, Alba Schwende sucht nach Gewerbebetrieb, der Grundstück kaufen will. Also wie bereits erklärt, bei unserer Auslandsreise Krankenversicherung bist du bestens vorgesorgt, du und deine Familie. Da kann ich nur noch eins sagen, ich glaube, das ist die letzte Vorbereitung Sie für den Urlaub. Einen wunderschönen Urlaub. Ja, vielen Dank in dem Bitte Fall. Gerne. Ich bin jetzt in dem Fall gut versichert und habe mich noch etwas beraten lassen hier bei der Wiener Städtische in Feldkirch. Das war es jetzt auch schon wieder mit unserer heutigen Ausgabe Ländetv der Tag. Wir wünschen dem Cashman Reste Alltag am Samstag gegen Sturm Graz viel Glück. Hoffen, dass der Tipp mit 2-1 von Burkhard Berchtl aufgeht. Bei uns gibt es jetzt noch einen Blick auf das Wetter und ich darf mich verabschieden. Tschüss. Was hat Frankreich mit dem Silbertal zu tun? Wieso sind Männer bei den Montafoner Sagenfestspielen im Smoking unterwegs? Und wer, bitteschön, ist das mysteriöse Kind? Das neue Stück, die Sennenpuppe von Peter Netzer, bietet spektakuläre Szenen genau gleich wie große Gefühle. Erleben auch Sie von 19. Juli bis 29. August 2014 auf Europas größter Freilichtbühne ein unvergessliches Schauspiel. Warum stürzt sich Angelika vom Felsen und was hat der nickende Herrgott mit all dem zu schaffen? Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 18 und 27 Grad. Der Wind weht mit 10 km/h aus Süd-Südosten. Das sonnige und heiße Hochsommerwetter geht auch am Samstag weiter. Es dominiert meist wolkenloser oder höchstens gering bewölkter Himmel und nachmittags werden in den Niederungen verbreitet über 30 Grad erreicht. Die einzelnen Haufenwolken bleiben klein, Gewitter sind keine zu erwarten. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad, die Höchstwerte 29 bis 37 Grad. Der Sonntag wird noch einmal recht sonnig und heiß. Auf den Bergen bläst starker Südwind und auch in den Tälern macht sich föhniger Südwind bemerkbar. Hohe aufgelockerte Wolkenschichten ziehen durch und nachmittags bis abends wird es gewitteranfällig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 21 Grad, die Höchstwerte 26 bis 33 Grad. Eine Kaltfront mit nachfolgendem Tiefdruckeinfluss bringt dann am Montag teils starke Regenschauer. Und auch der Dienstag wird regnerisch bei Temperaturen von 16 bis 19 Grad.